Hey Leute, ich hab's nachgeguckt und es scheint, als würde unser Playthrough gerade um einiges kürzer werden. Um nämlich den Pharos-Tempel von Isis zu betreten, muss man zwei Gegenstände sammeln. Das hier ist ein alter Safe, glaube ich. Um den Pharos-Tempel von Isis zu betreten, muss man zwei Gegenstände sammeln. Weiter wäre es übrigens normal glitchless in diese Richtung gegangen. Um den Pharos-Tempel von Isis zu betreten, müssen wir zwei Gegenstände bei Neptun sammeln. Um diese Gegenstände bei Neptun zu sammeln und in der Bibliothek von Alexandria später, ich glaube, um die zu betreten, müssen wir einen Ritter töten. Und dieser Ritter hat halt einen Edelstein, mit dem wir da weiterkommen. Da wir aber diese Challenge pazifistisch spielen, können wir uns aufgrund dessen beide Level ersparen. Denn wie gesagt, in die Bibliothek kommen wir nicht rein, ohne den Ritter zu töten. Und in die Bibliothek müssen wir nur rein, um zwei Schlüssel-Items zu sammeln. Und die erreichen wir nicht ohne Glitches. Deshalb können wir hier Glitches benutzen, beziehungsweise wir können nicht nur, wir müssen, weil wir ja Gegner nicht töten dürfen. Der Glitch, den ich benutze, ist der sogenannte Keyhole-Glitch. Damit kann man im Spiel vorgaukeln, dass man einen Gegenstand im Inventar hätte, den man gar nicht besitzt. Drei. Könnte sein, dass ich nicht nah genug bin. Nein. Was hier passiert technisch, ist, dass das Spiel... Ihr seht ja, wenn jetzt eine Fackel nicht direkt vor Lara liegt, dann dreht sich Lara so ein bisschen, bis sie die Fackel erreicht. Und wenn wir während dieser Animation, wo sie leicht dahin slidet, vorher auf einen Keyhole treffen, dann setzt das Spiel, ohne zu prüfen, ob wir den Schlüssel haben, einfach den Schlüssel ein. Und auf diese Art und Weise tricksen wir das Spiel an dieser Stelle aus. Wisst ihr was? Mir ist gerade was aufgefallen. Wir wollten ja immer den geringstmöglichen Glitch nehmen. Und warum lassen wir nicht einfach den Ritter am Leben und tricksen das Spiel aus, sodass es halt denkt, hey, du hast den Ritter getötet, du hast das Juwel. Ich glaube, das wäre ein bisschen sinnvoller. Lass uns das doch machen. Dann verpassen wir wenigstens nicht ganz so viel des Spiels. Sofern der Keyhole-Glitch an der Stelle wirkt. Das habe ich jetzt halt nicht im Voraus testen können. Aber wenn er nicht wirkt, dann werden wir das relativ schnell feststellen müssen, leider. Irgendwas ist da unten noch los. Wir müssen auch, glaube ich, diesen Behälter hier runterfallen lassen. Yep, der rollt dann da drauf. Wir müssen, glaube ich, hier rein. Oder kommt das später? Kann sein, dass das später kommt. Ja, wir müssen... Ah, warte mal. Ist das nicht mit der Brechstange? Ja, wir können diese Tür mit der Brechstange öffnen. Muss man auch erstmal drauf kommen. Wo sind wir? Was tun wir hier? Ich weiß es nicht. Wir sind, meine Freunde, in den Katakomben. Stimmt, hier gab es dieses Rätsel mit der Säule. Können wir das jetzt überhaupt schon lösen? Nee, ich glaube, dafür fehlt uns was. Okay, zurück zu den Küstenruinen. Sorry für das Herumgespringe zwischen den ganzen Savegames. Aber das heißt dann, da müssen wir erst später hin. Wie das eine einfach runtergefallen ist. Ja, es ist, wie ihr schon merkt, ein sehr, sehr verwirrendes Level. Ein sehr verwirrendes Spiel an sich auch. Ich habe das nun schon so oft durchgespielt.
Und ich weiß immer noch nicht, wo es lang geht. Und normalerweise habe ich in den Tomb Raider-Teilen mittlerweile keine Orientierungsschwierigkeiten mehr. Es ist einfach ein sehr verwirrender Tomb Raider-Teil. So, Torschlüssel einsetzen. Und dort hinein. Ich glaube, hier gab es einen Feuergeist, oder? Oder sowas in der Art zumindest. Ja, damit haben wir jetzt praktisch diese Plattform bei der Säule runtergelassen. Da müssen wir jetzt wieder hin. Ups. Auf zum Säulenscharmützel. Wo laufe ich eigentlich hin? Die Säule ist doch da hinten, Marco. Bist du dumm? Alter, bist du dumm oder was? Ich bin mit dem Wissen geboren worden, dass die Säule da ist. Warum weißt du das nicht? Müsstest du nicht voll der Pro sein eigentlich dann auch mal? Damit haben wir jetzt, genau, bis auf das eine Level, wo wir die Jeep-Schlüssel nicht an uns nehmen konnten, haben wir damit bisher keine Glitches benutzt. Glücklicherweise. Was mich durchaus froh stimmt. So, Säule, was ist dein Effekt? Welchen Effekt hast du? Was tust du? Ich weiß es nicht. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht mehr. Muss ich die wegschieben, ganz? Zur Gänze? Wenn ich hier nicht mehr ohne Springen vorbeikomme, dann ist das wahrscheinlich falsch. Also auf die Plattform zurück. Laralein. Hüpf doch hier und da und überall. Sie haut einfach ab, wenn du sie brauchst. Das ist das Laralein. Mutig, nicht freundlich, so tapfer und doof. Ups. diesen Glitch übersehen wir jetzt einfach mal. Das war keine Absicht an der Stelle. Und es hat auch nichts verändert. Und das ist tatsächlich einer der negativen Bugs, die sehr nervig sein können. Warte mal, ist der Effekt der Säule vielleicht hier irgendwie? Nope. Da ist nur ein Feuerlein. Eins Feuer. Kann man hier eigentlich? Ich möchte was testen. ab Tomb Raider 3 haben sie angefangen, dass es so Böden mit einer ganz leichten Schräge gibt, ja? So triangulierte Böden heißt das. Und die haben mit Leitern halt Probleme. Unter anderem ist halt dann das möglich, was ihr gerade eben gesehen habt. Weiß nicht, ob ich es nochmal hinbekomme. Sieht nicht so aus, aber ja, das liegt daran, dass dieser Boden halt komisch angeschrägt ist. Zurück zu die Thema. Generell, alles was in Tomb Raider trianguliert ist, selbst Kanten, an denen man sich festhält, ist ganz, ganz schlimm verbuggt einfach. Nicht so sehr verbuggt, dass es einem versehentlich passieren könnte. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch. Aber es kann passieren. Ach, ich will doch einfach... Lara, ich will da hoch. Wenn ich mal da hoch will, dann geht's nicht. Ist klar. Immer dasselbe mit dieser Frau.
So, ich habe keine Ahnung, was für einen Effekt die Säule hatte, die wir verschoben haben. Hallo, ich bin Marco. Ich habe dieses Spiel 10-mal gespielt, aber kenne es nicht. Wie heißt es eigentlich? Sieht wie ein gutes Spiel aus. Ach. Ja, auch sehr typisch. Typisch. Hier komme ich nicht hoch. Ich kann doch von hier aus... Oder? Ja. Nein, ich bin zu weit gesprungen. Egal. Gucken wir uns mal an, was es hier so alles gibt. Beziehungsweise, ob wir vielleicht durch die Säule hier was verändert haben. Ich wüsste aber, um ehrlich zu sein, nicht was. Es ist einfach zum Haare raufen. Man verändert durch das Drücken der Säule irgendwas in einem anderen Level. Aber sie zeigen einem nicht was. Sie geben auch keinen Hinweis. Man kann einfach nicht wissen, wo diese Säule war, räumlich. Weil die Orte ja räumlich gar nicht miteinander verbunden sind. Das ist der alte Safe. Es bringt so nichts. Wir müssen vorher herausfinden, wo diese Säule ist. Räumlich. Aber wie sollen wir das tun? Ich krabbel einfach nochmal zurück in den Raum, wo wir die Säule verschoben haben und gucke, ob es irgendeinen Hinweis darauf gibt, wo dieser Raum ist, wo diese Säule sich befindet. Aber so wie ich die Tomb Raider Macherlines schätze, gibt es den wahrscheinlich nicht. Mit schätze meine ich eher sowas wie einschätze. Das hier wird auch nicht aktivierbar oder so. Nope. Hier ist die Säule. Ne, wir bringen einfach nicht in Erfahrung, wo das sein soll. Da war ein Gitter. Es ist in der Höhle. Ist das vielleicht dieselbe Höhle, wo wir die Säule umgestellt hatten? Könnte sein. In meinen Wunschträumen zumindest. Von denen keiner je in Erfüllung gehen wird. Ich weiß es einfach, Zuschauerlein. Ich weiß es. Was? Okay. Okay. Okay, Lara. Ich schwöre, ich habe damit nichts zu tun. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gemacht habe, damit das jetzt geht. Man muss anscheinend wirklich... Ja, man muss einfach nur an der Kante sein. Was ist das eigentlich für ein verbuggtes Spiel? Aber das ist wieder dieselbe Leiter mit dem triangulierten Boden. Ich sag's euch, diese Böden, die sind der Grund. 100 Pro. Normale Leitern reagieren nicht so. Autsch. Nicht laden! Oh, bist... Naja. Wir hatten vorher zum Glück hier schon gespeichert. Aber trotzdem, nicht laden immer, Marco. So, dann nochmal hierhin. Gucken, ob wir was in diesem Raum geändert haben. Irgendwas? Ich meine, das ist doch der richtige Raum, oder? Das ist der Raum mit dieser Befestigung. Können wir jetzt vielleicht dieses Teil da drüber ziehen? Weil wir das Gitter gestützt haben? Sieht so aus, als hätte ich richtig geraten. Okay.
freue mich auf jeden Fall sehr darauf, wieder andere Tomb Raider-Teile zu spielen. Das hier ist wirklich nicht mein Favorit, zumindest was die Levelführung angeht und die Tatsache, wo Sachen versteckt sind und wie Rätsel laufen und so. Ich werde immer hart verwirrt, wenn ich Tomb Raider 4 spiele. Es ist eigentlich immer blind. Zumindest fühlt es sich so an. Ups, einmal können wir wohl noch schieben. Und es geschieht. Das ist der Geist, den ich noch in Erinnerung hatte. Aus grauer Vorzeit. Gut, das war jetzt nicht so gut. Danke. Was da unten ist, schauen wir uns gleich an. Ich bleib erstmal oben. War bestimmt die falsche Reihenfolge. Aber woher will man es auch wissen? Ja, hier oben kann man den Geist zerstören. Dann müssen wir den nicht die ganze Zeit mit uns schleppen. Und auf nach unten. Da ist auch noch eine Tür. Es ist ein Raum mit Seilen. Ich erinnere mich an diesen Raum aus sehr, sehr grauer Vorzeit. Schade fast. Ich hatte mich am Anfang der Folge schon gefreut, dass wir das alles überspringen können. Vielleicht müssen wir es auch überspringen, aber dann kann ich wenigstens sagen, dass ich es gezeigt habe, bevor wir es dann überspringen mussten. Dann kann ich wenigstens sagen, ich hab's versucht, Zuschauerlein. Ich hab's doch versucht. Wenn ich das mache, sterben wir. Wenn ich lade... Ich hatte eigentlich noch in Erinnerung, dass wenn man lädt, das Seil praktisch... Lara, was... Wow. Das Seil ist kaputt. Ich habe das Seil durch mein Laden kaputt gemacht. Ich habe es tatsächlich geschafft. Hätte ich das doch nur vorher gewusst. Ja, und so sterben wir. Okay, so kann man sie nochmal drehen. Puh. Ups. Aber dann ist das ja nur der Weg nach unten. Wir hätten theoretisch bestimmt auch in das Wasser springen können. Wobei das sieht so aus, als wäre es nicht tief genug. Hallo, Skelett. Ich bin ein großer Freund davon, Skelette in Wasser zu schießen. Leider kann ich das mit dieser Challenge nicht tun. Das macht mich traurig. Adoptieren Sie jetzt Ihr eigenes Markolein. Yay. Kleines, trauriges Markolein. Was? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo der Markolein-Adoptionsaufruf nun herkam. Wenn das der Rückweg ist, dann müssen wir in diesen kleinen Gang. Den da. Oder? War er das? Nee, das führt nur eine Stufe ins Innere hinein. Und bei der zweiten Stufe ist dann, glaube ich, die Tür. Ja.
Puh. Und wie es hier weitergeht, erfahrt ihr leider erst in der nächsten Folge, Zuschauerleins. Bis dahin, tschüss.